Hallo und herzlich willkommen zu Kitebuilders, dem YouTube-Channel von Drachenflieger für Drachenflieger. Und ebenfalls ein herzliches Hallo hier nach Büsum zum 5. Internationalen Drachenfest. Pünktlich zu Ostern trifft sich die Drachenfliegerschar hier in der Perlebucht oder besser gesagt auf der Watteninsel. Und ja, was soll ich sagen, heute am Samstag, es kachelt. Wenn ich mir angucke, hier der Windmesser im Moment 11, 12 Meter, in Spitzen bis zu 14 Meter die Sekunde. Erste Lifter sind bereits abgerissen, ein Oktopus musste aus dem Wasser gerettet werden. Aber dennoch, die Drachenflieger sind froh und mutlos, haben einige Drachen in der Luft. Und so möchte ich euch einladen zu einer Rundtour hier auf der Watteninsel Perlebucht in Büsum. Kommt doch einfach mal mit.
Zweiter Tag des Drachenfestes von Büsum, Ostersonntag. Und was soll ich sagen, traumhaftes Wetter. Strahlender Sonnenschein, 5 bis 6 Meter die Sekunde von Nord, Nordost. Ja, und jede Menge Drachen in der Luft. Also ich glaube, heute bekommen wir einiges zu sehen. Kommt doch einfach einmal mit auf einer Rundtour hier auf der Watteninsel in der Perlebucht von Büsum.
ihr Lieben, ein wunderschöner Drachentag neigt sich seinem Ende entgegen. Wie ihr seht, die Drachenfreunde packen nun langsam ihre Drachen ein. Und was soll ich sagen? Also heute war wirklich für jeden etwas dabei gewesen. Zugegeben, am Freitag in St. Peter-Ording, das war ein bisschen viel Wind. Und das, was wir gestern hier zum Ostersamstag an Wind in Büsum abbekommen haben, das war definitiv Oberkante. Aber heute waren super viele Drachen in der Luft, sehr interessante Drachen in der Luft. Und das Publikum war hell begeistert. Also was wir heute hier an Reklame für unser Drachenhobby machen konnten, das war par excellence. Und so möchte ich auch mich von euch verabschieden. Die schöne Zeit hier in Büsum ist wieder viel zu schnell vorbeigegangen, aber ich denke mir, 2018 wird es auch wieder ein Ostern geben. Ja, und dann kommen wir einfach zusammen hier in der Perlenbucht in Büsum. Also ihr Lieben, bis dann. Und wenn euch das Video gefallen hat, ja dann liked es doch einfach oder abonniert gleich den ganzen Kanal. So, also bis dann irgendwann auf irgendeiner Drachenwiese und bitte spätestens 2018 hier in Büsum. Bis dann. Tschüss.